Ja, hallo, hier ist Christian Hemschemeier, Paartherapeut, Beziehungscoach. Das ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. So, hoffe, die Wespen hat ihr ein Wespennest in der Wohnung. Hoffe, die geben jetzt Ruhe. Und genau, Thema heute ist, mein Freund ist nicht so richtig ehrlich. Und genau, so an die Männer, schaut mal rein in den Dating in der Polarität Kurs und dann, wenn das Video rauskommt, kann man wahrscheinlich gerade noch rein in die Selbstliebe Challenge Advanced. Kann man auch mit starten, wenn man ein bisschen mutig ist. Und so weiter auf liebeschipp.de. Auch so, ich kann mir auch solche Fragen stellen. So, eine Nachricht von Nuschkuschkula. Und sie schreibt: Hallo Christian, hier ist meine Frage. Ich hoffe, es sind nicht so viele Wörter. Ich habe den Text gefühlte 100 Mal gekürzt. So, wir sind ja ein Jahr ungefähr zusammen. Davor waren wir schon mal 4 Jahre zusammen. Das ist aber jetzt so 11, 12 Jahre her. Danach kam nie ein Mann an ihn ran und ich habe ihn auch in den vielen Jahren nicht aus meinem Kopf bekommen. Jeden Partner habe ich mit ihm gemessen. Ja, das heißt, er liegt so voll auf deinem Liebeschip. Und wenn man jetzt Liebeschip hat, der ungünstig programmiert ist, heißt das nicht unbedingt was Gutes, ne? Ja, ich bin ja mal ein Freund von Weiterziehen, ne? Weiterziehen, weiterziehen. Und weil in der Regel entwickelt man sich ja nach vorne, sag ich mal, und dass jetzt ein Partner aus der Vergangenheit geeignet ist fürs Jetzt. Habe ich jetzt, weiß gar nicht, so oft schon mal, also zumindest sehr selten. Will jetzt nicht sagen, dass das nicht gibt. Könnt ihr mir gerne kommentieren, wenn ihr schon mal sowas hattet und das hat funktioniert. Aber stellt eure Partner nicht auf ein Podest, weil meistens haben die es gar nicht verdient, sozusagen. Ne? Schließlich habe ich ihn dann doch letztes Jahr auf Social Media gefunden. Dann hat es noch ein bisschen gedauert, bis ich auf Folgen-Button gedrückt habe. Dann fingen wir uns an zu schreiben. Und dann habt ihr euch getroffen und es war genau wie damals. Ja, das ist klar, es ist wie Abitur-Nachtreffen nach 20 Jahren. Man hat ja das Gefühl, es ist keine Zeit vergangen, was nicht immer unbedingt was Gutes ist, ne? So, seitdem gibt es kaum noch einen Tag, wo wir uns nicht sehen. So, und ihr seid Ende 30, so genau. Gut, wir haben uns damals getrennt, weil ich mitbekommen habe, wie er mit einem Freund gemeinsam mit einer Tussi telefoniert hat, mit der sie sich treffen wollten zum Sex. Warum noch eine Runde? Warum? Ich war schon im Bett und bekam das Telefonat mit, da wir die beiden im anderen Zimmer telefoniert haben. Was war damals der Punkt, wo ich mich sofort getrennt habe? Ja, was soll man da noch machen, ne? So, auch davor gab es immer wieder Lügen, SMS mit anderen, Streit. Aber nach dem Vorfall habe ich es endgültig beendet und nach ein paar Monaten bekam ich mit, dass er in einer neuen Beziehung ist. Ich hing noch sehr an ihm und wollte eigentlich wieder zurück. Als ich das mitbekam, warum willst du denn da wieder zurück? War für mich klar, okay, jetzt musst du abschließen, weil ich auch keine andere Beziehung stören möchte. Ich habe ihn aber nie vergessen. So, er konnte mich auch nie vergessen. Zwischendurch hat er dir schon mal geschrieben. Aber mein damaliger Ex hat die Nachricht gelesen, gelöscht und nie was davon erzählt. Die Nachricht hat er mir dann gezeigt. Das ist immer so eine Sache, wenn jemand viel gelogen hat, dann ist mal die Frage, was kannst du überhaupt glauben? Ich finde Lügen eines der größten Probleme, weil natürlich menschelt das überall. Also klar, Lügen ist auch menscheln, aber Lügen ist halt das Allerschwierigste, weil darum, dann kann man keinen. Man kann halt kein Fundament aufbauen, ne? Weil alles, was man bespricht, woher weißt du, ob das stimmt, ne? Weiß es nicht. Also man weiß eigentlich gar nichts, ne? So, dann denkt man aber immer, boah, es fühlt sich so gut an, aber wenn man vielleicht ein Liebeschip hat mit einem Elternteil, der einen schon krass belogen hat, immer, naja, das sind halt Sachen, die du für dich prüfen musst, ne?
So, ich glaube, dass er mich liebt. Trotzdem, es gibt auch Menschen, die einen lieben und dann trotzdem belügen. Also, es ist immer, der Liebe ist so eine Sache. Aber ich denke immer, wenn man wirklich jemanden gut findet, wie man dann so krasses Lügen vereinbaren kann. Aber gut, da oben passt so einiges rein. Und ja, vielleicht liebt er dich auf eine Art, klar. Trotzdem kommt es mir vor, als sei er nicht auf eine Zukunft mit mir aus. Ja, jetzt geht's schon wieder los, ne? Er will es mir aber nicht sagen, weil er mich eben nicht verlieren will. Ja, das ist in allen Plus-Minus-Beziehungen so, ne? Er wirft mir manchmal vor, dass ich schuld bin, dass es jetzt so kompliziert ist. Ja, jetzt bist du schon wieder schuld. So, ach so, genau, er wirft dir vor, dass es so kompliziert ist, weil du Kinder hast. Ja, das ist ja super nett, dass er dir jetzt vorwirft, dass du Kinder hast. Es geht doch schon wieder genau so los. Also jetzt seid ihr kaum wieder zusammen, bist du schon wieder in der Kritikphase. Das ist ja der toxische Zyklus, ne? Ranholen, kritisieren, abschießen oder Beziehungen zerstören. Ne? Da sind wir jetzt schon in Phase 2 wieder, ne? Ich wünsche mir irgendwann einen gemeinsamen Alltag. Ja, wie soll das denn gehen, wenn er deine Kinder nicht akzeptiert? Er sagt zum Beispiel, ich bin um 8 bei dir und ich mache mir jedes Mal Mühe, bringe die Kinder rechtzeitig ins Bett und dann schreibt er mir, ja, mein Kumpel muss noch irgendwas am Motorrad machen und er kommt später. Dann kommt er zu mir, ich warte seit einer Stunde, weil ich für uns gekocht habe. Dann ruft er erstmal an, dass er mit einem anderen Freund eine halbe Stunde über irgendwie seine Goldfische reden muss. Also ich verändere das jetzt mal so ein bisschen hier. Ja, was willst du damit machen? Das ist schon wieder. Guck mal das Video, 10 Zeichen, dass dein Partner nicht richtig verliebt in dich ist. Da haben wir schon wieder die ganzen Sachen, ne? Mit ja, dass Dates nicht eingehalten werden, da ist schon wieder überhaupt kein Druck dahinter irgendwie, ne? Das ist einfach nur, dass er jemanden hat, so kommt mir das vor, ne? Also wie gesagt, vielleicht liebt er dich auch irgendwie, aber ist das eine Art von Liebe, die du haben willst? Ist auch egal, wie man das jetzt nennt, ist das die Beziehung, die du führen möchtest, weil es ist immer wieder ein Pluspol, dieses Elende, den anderen verändern wollen. Du kannst diesen Menschen nicht verändern. Du musst ihn so nehmen, wie er ist. Ne? Dann habe ich gemerkt, er hat gar nicht gewartet, er hat mit einem anderen Kumpel auf dem Balkon gechillt, ja, schon wieder angelogen. Als er dann merkte, ich bin sauer, hat er mich gefragt, ob ich jetzt morgen zu seinen Freunden zum Grillen gehen, habe ich gesagt. Ich sagte ja, dann sagte er, das verstehe ich nicht so richtig. Ach so, zu deinen Eltern, dann hat er ja gesagt. Habe schon 100 Mal gefragt, ob er mitkommt. Jedes Mal hat er nein gesagt. Habe ich natürlich gefreut, weil wir alles okay. Ja, das ist dann immer so, dann, dass es halt wie diese Beziehungen laufen. Das ist, was weiß ich, es kommt. Es läuft gut, dann kommt so eine Anspannungsphase, dann eskaliert es in irgendeiner, das ist jetzt hier so eine Mini-Eskalation, und dann wird wieder irgendwas gesagt, dass man wieder einknickt irgendwie und sagt, ja, jetzt ist ja alles gut, ich will ja auch nicht so sensibel sein, und dann geht's wieder los, und geht ewig so weiter, und jetzt kannst du überlegen, möchtest du, also ist es dein tiefster Wunsch, in so einer Beziehung zu sein, wo es immer Achterbahn, immer Drama, ich meine, das hat einen gewissen Thrill, das hat einen gewissen Kick. Das lenkt ab von vielen anderen Sachen, die man hat. Das erinnert dich vielleicht an Papi, Mami, das musst du gucken. Aber willst du wirklich so eine Beziehung haben? Das musst du dich fragen, ne? Am nächsten Tag hat er so, als ob nichts wäre, fragt mich, wann er am Abend kommen soll. Ich sagte, ja, dachte ich, du kommst mit zum Grillen. Dann sagt er, nein, er kann nicht. Ja, was, da kannst du nichts machen, der ist so. Ne? Ja. Darf er ja auch. Also es gibt ja, was heißt darf er da? Es gibt ja kein Gesetz dagegen, ne? Also, ja. Er hat mich jetzt auch mal wegen Kleinigkeiten angelogen. Ja, der hat sich, also wie es mir jetzt scheint, nicht wesentlich geändert. Es ist immer noch der, also ich weiß auch nicht, wie man mit einem, du weißt doch, wie er ist. Also da musst du ja dazu sagen, da bist du mit jemandem zusammen bist, der dich anlügt. Das war damals schon so, ist jetzt wahrscheinlich immer noch so. Und was ist der Sinn für dich? Das musst du rauskriegen, ne?
Es gibt eine Frau, mit der er was hatte. Sie schreibt ihm immer wieder: Ach, ich kann sowas nicht mehr lesen, Leute. Ich kann es nicht mehr lesen. Was soll das denn? Willst du das? Da kannst du nichts machen. Was willst du ihm machen? Willst du ihm sagen, lüg mich nicht an? Ja, dann sagt er, ja, ich lüge dich nicht an. Und dann lügt er dich wieder an. Was willst du da machen? Nichts. So. So, sie schreibt ihm immer wieder, er lügt mich an, sie schreibt ihm nicht. Dann sehe ich, sie haben sich geschrieben, er hat dann die Nachricht archiviert. Ja, das ist der ganze Scheiß, den haben wir, hat vielleicht auch jeder mal irgendwann gemacht. Ich weiß gar nicht, aber irgendwann ist ja die Frage, wo möchte ich hin? Ich will es auch gar nicht bewerten, ne? Es ist natürlich, ist mal die Frage, also natürlich lügt jeder irgendwann mal, aber ist mal die Frage, ist es so ein Muster? Das ist halt schwierig, ne? Also, wie gesagt, ich will, und vor allem jetzt, wo ihr gerade wieder zusammen seid, da könnte man doch wenigstens mal, kann ja mal eine ruhige Phase kommen, oder nicht, ne? So, dann hat er die Frau unter einem Männernamen gespeichert. Ja gut, das ist das übliche Vorgehen. Also, so, als ich das herausgefunden habe, versprach er mir, das passiert nicht mehr. Dann hat er wieder irgendwas nicht gemacht, was er gesagt hat. So, da ich vorgestellt, ich bin von unserer früheren Beziehung, fällt es mir immer noch schwer, ihm zu vertrauen. Er war der einzige Mann, der mich verletzen konnte. Ja, das mag ja sein, dass du ihn schrecklich verliebt bist und nicht, aber was sagt das über dich aus? Weil an ihm kannst du nichts ändern. Gar nichts. Gar nichts. Da kannst du mir jetzt 500 Beispiele nennen, wie er dich hier ange. Da kommt. Das ist keine neue Information. Er ist so. Er ist so. Was machst du damit jetzt? Willst du so eine Beziehung führen? Warum macht dich das so an? Was hat das mit deinem Liebeschip zu tun? Wie ist in der Kindheit programmiert worden, dass du das irgendwie vertraut und sexy findest? Das wären die Fragen. An ihm kannst du nichts ändern. So, und dann gab es am Montag wieder eine komische Situation. Gut, hat er dich wieder mit einer Kleinigkeit angelogen. Ja, es gibt Menschen, die lügen einfach notorisch. So auch über völlig absurde Details. Das sagen mir immer wieder Klienten, die sagen, ich weiß gar nicht, da wird über Sachen gelogen, wo es überhaupt keinen Sinn macht, darüber zu lügen, weil da wäre überhaupt nichts passiert. Also da wird drüber gelogen, ob ich zum Bäcker oder zum Schlachter gehe oder so. Der weiß, das sind, meistens haben die Menschen das in der Kindheit gelernt als eine Überlebensstrategie. Und das kriegst du dann erst auch, wenn da kein Gewahrsein für ist, dass das ein Problem ist. So, und wenn er damit durchgekommen ist, vielleicht sieht er so atemberaubend aus, ich weiß es nicht. Was für, da kannst du nichts machen, ne? Am Anfang war es normal, dass wir unsere Beziehung geheim halten. Ich habe es, ach, jetzt seid ihr noch nicht mal offiziell. Auch das, guckt ihr das Video an. 10 Zeichen, dass dein Partner nicht richtig nicht verliebt ist. Warum hält er es geheim? Also ich bin natürlich völlig versaut jetzt von diesen ganzen Mails. Ich denke dann immer, es wird geheim gehalten, weil es parallele Sachen am Laufen sind. Aber das muss jetzt überhaupt nicht sein hier, ne? Ich will das jetzt auch ihm nicht unterstellen. Aber wenn eine Beziehung geheim gehalten wird, da habe ich. Da stehen bei mir die Haare da. 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 Noch weiter. Da hinten am Fenster stehen die so. Ich habe es relativ schnell meinen Eltern und engen Freunden gesagt. Ich suchte auch keinen Ersatzvater oder sowas. Habe einen guten Beruf, habe mein Leben im Griff. Bei ihm weiß keiner, dass wir zusammen sind. Oh. 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 Außer anscheinend ein Familienmitglied, aber diese mag mich nicht, weil ich mich damals getrennt habe. So, letztens hatte ich noch. Ja, ist ja noch ein anderes Problem. In deinem Leben was schiefgelaufen. Ja, das ist immer das Problem, wenn du jetzt so eine Beziehung hast, wo nur Drama ist irgendwie und ständig Unruhe ist. Also das natürlich macht sich das auch wuschig in deinem sonstigen Alltagsleben und dann überlegt,
wirklich mal überlegt, ob es das wert ist, so, ne? Weil man ist da nicht konzentriert, man macht dann Fehler, man ist ständig mit den Gedanken, warum hat er jetzt dies gemacht, warum hat er das gemacht, was mache ich denn, was mache ich denn jetzt? Ist in dieser, wie ich das immer nenne, Liebessucht. Und baut dann teilweise auch echt Fehler, so, ne? Auch das ist wieder, guck immer, was das Universum dir spiegelt, ne? Möchtest du das? War fix und fertig. An diesem Tag hätte ich ihn gebraucht, er kam aber nicht. So, jetzt haben wir, er lügt dich an, er ist nicht für dich da, die Beziehung ist geheim. Finde den Fehler. So. Aber du weißt es eigentlich selbst, man will es, also eigentlich die meisten, die mir schreiben, wollen einfach nur Bestätigung haben, dass das auch von außen genauso wirkt, wie sie es selber sehen. Und das gebe ich auch gerne. Aber wie gesagt, ich will ja nichts bewerten, nur du kannst ihn nicht ändern. Und du kannst nur dein Spielfeld bearbeiten. Und so, du musst den im Pluspol, ihr müsst den Menschen so nehmen, wie er ist. Also wenn ihr den so lieben, also man lieben kann man sowieso jeden, ist mal die Frage, muss man mit dem zusammen sein? Du kannst ihn bis ans Ende der Welt lieben. Aber willst du so eine Beziehung führen? Du kannst ihn ja lieben aus der Ferne. So, ne? Und wie gesagt, guck dahin, was möchte das Universum dir sagen? Was, also in der Beziehung ist, also viele gucken immer, lieben wir uns? Ich würde mal gucken, was darf man lernen? Was darfst du lernen? Was möchte das Universum unbedingt, dass du es lernst? Ich vermute mal, Selbstliebe und Grenzen setzen, so. Na, und da musst du mal überlegen, was das jetzt heißt und so. Und dann, also ich würde ja meine Füße im Boden rammen und sagen, so, ich lüg's mir noch einmal an irgendwie und ja, aber ich meine, das ist halt das Problem, wenn man anfängt, Grenzen und Standards zu setzen, dann fällt die Beziehung schnell auseinander. Kannst du was gegen machen? Nein, weil du kannst es ihnen nicht ändern. So, ne? So hatte ich auch noch verleugnet, ja. Ich fühle mich wertlos, weil er mich verheimlicht und das Ganze macht für mich keinen Sinn mehr. Okay, das kann ich jetzt verstehen, ja. Da ich glaube, dass er an einer Zukunft mehr interessiert ist, ja. Das sehe ich genauso. Also ich kann jetzt nicht in seinen Kopf reingucken, aber selbst wenn er an der Zukunft mit dir interessiert wäre, willst du so eine Zukunft haben. So, aber dass du dich wertlos fühlst, das ist eine innere Kind-Geschichte, weil du bist überhaupt nicht wertlos. Du bist nicht wertlos, dass du so eine Beziehung führst. Du bist nicht wertlos, dass du so behandelt wirst. An deinem Wert kann kein Mensch auf der Welt irgendwas ändern, weil der ist immer da. Du bist immer extrem wertvoller Mensch, wie er übrigens auch. Ne? Das ist, wie gesagt, ich sind alle gleich viel wert. Aber er ist da auf einem ganz anderen Punkt als du scheinbar und möchte eine Beziehung führen, die du nicht, das ist für möchtest, das ist für mich, heißt das nicht kompatibel. Wenn man das nicht wertend ausdrückt, heißt es nicht kompatibel. Mega Chemie, weil dein Vater so war, deine Mutter so war, deine Schwester so war, dein Bruder so war, whatever. Irgendwie schon 5 Vorleben miteinander verbracht hat, ich weiß es nicht so, ne? Aber in diesem Leben nicht kompatibel. Ihr drückt wie alle, also wie ganz vielen Beziehungen gerade in dieser Zeit, glaube ich, drückt ihr alle möglichen Knöpfe, damit ihr in eure Entwicklung kommt. Du wirst ihm wahrscheinlich auch irgendwelche Knöpfe drücken, die sehe ich jetzt hier eigentlich gerade nicht. Aber dass du dich wertlos fühlst, ist toll, dass das hochkommt, weil das ist ein Gefühl aus einer Kindheit, wo du wahrscheinlich auch sowas erlebt hast und hast dich dann in diesem inneren Kind wertlos gefühlt. Da braucht dein inneres Kind, braucht dich da. Dass diese Wunde hochkommt, ist hervorragend. Guck sie dir an und blende ihn mal davon aus. Und aber was jetzt die Beziehung angeht, ich meine, das muss jeder für sich entscheiden, ob er sich trennt oder nicht. Er wird sich nicht ändern. Also sag jetzt, natürlich habe ich jetzt keine Glaskugel, aber jetzt rein statistisch wird er sich nicht in endlicher Zeit ändern. Also vielleicht, also meine, er war vor 10 Jahren schon so, ist jetzt so, wird sie jetzt nicht in 2 Wochen geändert haben, so, ne? Also ich wüsste zumindest nicht, wie das passieren sollte. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.